Der Igelstachelbartpilz. Drei Dinge, die Sie über neurologische Erkrankungen wissen sollten. Dazu gehören Multiple Sklerose, Demenz, die Parkinson-Krankheit und die Alzheimer-Krankheit. Erster. Der wichtigste Faktor ist der Mangel an Nervenwachstumsfaktor, NGF, im Gehirn. Zweiter. NGF als Protein kann nicht von außen in das Gehirn gelangen, da es die Blut-Hirn-Schranke nicht überwindet. Daher konzentriert sich die Wissenschaft darauf, einen Weg zu finden, die körpereigene Produktion von NGF zu stimulieren. Die Blut-Hirn-Schranke, eine Schicht aus dicht gepackten Zellen, die die Kapillaren des Gehirns auskleidet, ist eine Verteidigungslinie, die das Gehirn ursprünglich vor schädlichen Chemikalien schützte. Dritter. Die Wirkstoffe des Pilzes, die Erinacaine, überwinden wiederum die Blut-Hirn-Schranke und stimulieren nachweislich den neuronalen Wachstumsfaktor NGF. Deshalb ist der Pilz sehr effektiv bei der Behandlung von degenerativen Erkrankungen.